Okay, Bombenherstellung. Die Assassinen haben nun die Kontrolle über die Feste in nördlichen Kaiserbezirk übernommen und Yusuf ist beruhigt. Ja, beruhigt, ja, komm. Er hat zu Späßen aufgelegt, den alten Ezio oder Sohn zu verarschen, ja, das glaube ich dir nicht. Bringen Sie mehr über die Bombenherstellung in Erfahrung, bevor Sie gehen. Okay, mache ich. Das dürfte ja wohl Zero-Problem sein. Erstmal nehme ich mir natürlich die guten Sachen hier. Stinkdrüsen. Geil. Die habe ich sonst nur, wenn ich auf Toilette bin. Ja, lassen wir das. Das ist jetzt eklig gewesen. Für die, die jetzt was essen tun, ist mir leid. Was soll ich hier? Was zeigst du mir hier? Ach so, du erklärst mir die einzigen Sachen. Ja, das weiß ich doch. Bombenkodex. Gut. Darf ich jetzt herstellen? Ich will herstellen. Unsere Bomben bestehen aus drei Bestandteilen. Der Hülse, dem Schießpulver und der entscheidenden Zutat. Was nehme ich denn? Ach, ich soll manchmal die hier nehmen. Manchmal fügen wir noch mehr hinzu. Aus Spaß. Die hier. Doch dazu kommen wir später. Zunächst konzentrieren wir uns nur darauf. Und Hagel, okay. Bombe testen. Warum soll ich denn die Bombe testen? Bombe werfen. Bombe werfen. Haha, tot. Ja, die Bombe herstellen, komm. Mach mal. Bombe hinzufügen? Warum? Okay. Ihr werdet viele Zutaten für Bomben finden. In der ganzen Stadt. Also haltet die Augen offen und die Nase am Boden, wenn ihr herumlauft. Das sollte mich beschäftigen. Grazie, Yusuf. Kennt ihr dieses Buch? Nein. Ein Tagebuch? Sie. Der geheime Kreuzzug von Niccolo Polo. Marcos Vater? Ich fand es bei einem Templer in Masyaf. Es erwähnt die fünf Schlüssel zu Altairs Bibliothek. Niccolo versteckte sie in der Stadt. Ah, und die Templer wissen davon. Also ein Wettlauf gegen die Zeit. Einen fanden sie schon. Unter Topkapi. Den will ich mir holen und die anderen suchen. Also, wo werdet ihr anfangen? Am alten Polo-Handelsposten, denke ich. Sie hatten ein Geschäft in der Gegend, oder? Ich glaube schon. Sprecht mit einem Mann namens Piri Reis im Bazar. Er kann euch die Richtung weisen. Und euch ein paar mehr Bombenrezepte beibringen, falls euch danach ist. Ach, ich weiß nicht. Heute ist mir, glaube ich, nicht danach. Bomben. Bomben kann man auch so schlecht essen. Ah. Nee, ich glaube, heute ist kein guter Tag. Nein. Und wir sollen jetzt so Piri Reis. Ich nenne ihn einfach Reis. Ja, Bomben darf ich jetzt auch endlich herstellen. Wie ich euch schon gesagt habe, das ist ein geiles Gadget, ohne Scheiß. Damit kann man echt hier einige Missionen viel einfacher machen, wenn man sie richtig einsetzt. Und man weiß, wie man das so einsetzen muss. Ja, das ist ja meistens das Problem bei mir. Ich weiß, dass ich Bomben irgendwie einsetzen kann, aber ich weiß nicht wie. Oder meistens habe ich auch dann die falschen Bomben dabei. Ja, mal gucken, wie es dann hier so abgehen wird. Och. Warum stöhnst du so, Ezio? Hat's dir gefallen? Soll ich nochmal? Seid mir gegrüßt. Ich setz dir die Wache auf den Hals. Wie bitte? Hast du mich jetzt gehauen? Nieder mit dir. Warum nieder? Nieder mit ihr? Ich will nicht sterben. Wer will das denn schon? Wir können uns aber mal das Buch hier holen. Hier sind wir richtig, aber... Ich schwöre, ich bin auf eurer Seite, Effekt. Ich schwöre? Okay, schwör du mal. Ach, gar nicht wahr, das ist ein Buchladen. Stimmt ja. Was mache ich denn, ey? Ich
glaube, das war ein Buchladen hier. Klar war das ein Buch. Buchladen, ja. Hier war ein Buchladen. Genau. An der Seite. Ich brauche Platz. Und hier sind wir beim großen Bazar, glaube ich. War das? Ja, hier war der große Bazar. Die meisten dürfen wissen, was ein Bazar ist, ja. Das wird auch noch interessant. Gehen wir zu Piri Reis. Oder Reis einfach. Piri Reis? Ich glaube, ich kenne einige eurer frühen Werke. Reis? Hat Yusuf Tassim euch geschickt? Das klingt nach einer seiner Übertreibungen. Sie. Er sagte, ihr könntet mir den Standort von Nikolopoulos Handelsposten zeigen. Ah, ihr müsst dieser Floranzali sein, über den er ständig jammert. Lothario? Ezio. Das klingt doch alles gleich. Ja, die alte Polofaktorei, westlich der Hagia Sophia. Hier. Grazie. Yusuf erwähnte auch, dass ihr der richtige Mann wärt, um über spezielle Bomben zu reden. Ach, dieser Mann. Er redet zu viel. Er wett. Ich bin Navigator in der Marine. Zurzeit beurlaubt im Studium der Kartografie. Doch in meiner Zeit als Soldat habe ich die Artillerie und Sprengstoffe schätzen gelernt. Das kam auch den Assassinen zugute. Es verschafft uns einen Vorteil. Ich habe verschiedenste Bomben, nur für Assassinen, versteht sich. Tödliche, taktische, zur Ablenkung und ein paar ausgefallene Hülsen. Alles, was ihr seht, steht zum Verkauf. Falls ihr beweist, dass ihr damit umgehen könnt. Ich bin sehr gelehrig. Nun, niemand hält euch auf. Gebt einfach Bescheid. Okay. 100% ja, da kann man nicht viel falsch machen. Natürlich kann man hier, wie er gerade schon gesagt hat, wenn man hier dran geht, kann man die einzelnen Bombenarten lernen, wie man sie einsetzt und dann auch bei ihnen freischalten. Aber das werden wir auch noch machen. Aber jetzt nicht. Im Moment habe ich keine Lust drauf. Ich fessel meistens mehr die, Ey! Ich geb dir gleich, stirb. Stirb du! Das sind diese Attentäter. Von dem Yusuf geredet hat. Und die bringen ganz schön viel. An Geld. Ich würde mal sagen, gehen wir zum Handelsposten von Nicolo Polo. Akzeptiert meine Entschuldigung. Ich akzeptiere gar nichts, bevor du dich nicht richtig entschuldigt hast. Ach, da kann ich nicht hoch. Was macht er da? Weiß ich noch nicht ganz, aber ich habe was vor. Ach ja, noch so ein Irrer. Ach ja, genau. Ja. Die Sprüche sind zu geil manchmal. Hallo. Du erzählst hier nichts über mich. Ich hoffe, das habt ihr gerade auch gehört. Ich höre das natürlich, weil ich es nämlich auf dem Ohr habe. Den Ton. Hier ist der Handelsposten. Ja, ach ja, ich weiß, was hier ist. Interagieren wir. Buongiorno, merhaba, bitte tretet ein. Ach, verzeiht die Unordnung. Ich hatte noch keine Zeit, nach meiner Reise hier aufzuräumen. Ihr kamt aus Rhodos, nicht? Sie, woher wisst ihr? Wir waren auf demselben Schiff. Ich bin Ezio Auditore. Sophia Sator, kennen wir uns? Jetzt schon. Darf ich mich umsehen? Prego. Meine besten Stücke findet ihr hinten. Ja, das kann man jetzt auch ganz schön falsch erzählen, verstehen. Ja, die kennen wir, die ist auch noch, wie ich schon euch am Anfang, glaube ich, noch gesagt habe, ist sie noch
sehr wichtig für dieses Spiel. Aber wir gucken uns jetzt erstmal um. In ein bekanntes Gesicht. Im alten Handelsdepot der Bodo-Brüder konnten Hinweise auf den Aufenthaltsort der Masyaf-Schlüssel versteckt sein. Untersuchen Sie das Gebiet, um seine Geheimnisse zu lüften, ja. Akzeptieren wir. Es ist schön, noch einen Italiener in diesem Bezirk zu treffen. Die meisten bleiben im venezianischen Viertel oder Galata. Altrettanto. Ich dachte, der Krieg der Osmanen gegen Venezia hätte die meisten von hier vertrieben. So, ich kenne das natürlich schon. Der Krieg vertrieb uns. Aber ich wusste immer, dass ich zurückkehre. Habt ihr etwas Interessantes gefunden? Ja. Dio, wo kommt das her? Incredibile. Wo führt das hin? Finden wir es heraus. Wer seid ihr, Messere? Nur der interessanteste Mann eures Lebens. Oh, che presuntuoso. A presto, Sophia. Ich komme bald zurück. Dazu muss ich jetzt nichts sagen. Ja. Ohne jetzt groß was zu verraten, hier werden Donnerbomben. Hier werden wir jetzt einen Masyaf-Schlüssel finden. Okay, ich habe jetzt viel zu viel erzählt. Aber zumindest, die es schon kennen, wissen es ja. Die es noch nicht kennen, tut es mir leid, dass ich das jetzt erzählt habe. Aber ab jetzt halte ich die Klappe. Oh. Ich hatte schon Angst um dich, Ezio. Wie ist dich hier? Wisst ihr, wie lange wir schon diese abscheuliche Zisterne durchsuchen? Ich bin seit Wochen hier. 13 Monate. Und zwar seit der Großmeister diesen verdammten Schlüssel fand. Aber er weiß überhaupt nicht, was er tut. Er weiß nur, dass sie irgendwo in der Stadt sind. Und die Stadt ist groß. Toxero. Das sage ich doch. Zurück auf eure Posten, Agiertes! Genau, Agiertes. Cisterna Basilica. Die Geheimtür in Sophias Geschäft hat Ezio in eine unterirdische Zisterne voller Templer geführt. Untersuchen Sie die Zisterne, aber seien Sie vorsichtig. Nicht entdeckt werden. Okay, das wird schwierig. Akzeptieren wir es. Zisterne erkunden. Soll ich wirklich einen weiten Luftsprung machen? Komm, mach mal. Das hat mir jetzt so gut wie gar nichts gebracht. Britisches Pulver, das ist gut. Hier war es nicht hoch. Ach. Endlich. So. Das stinkt hier unten. Ja, dann mach den Mund zu. Dann stinkt es hier nicht mehr. Hoffe ich zumindest. So. Ein ganzer Ruhe hier wird erstmal jetzt hier was gebaut. Nein, ich möchte keine taktische. Ach doch. Ich kann hier nur taktische. Aufschlagshülse. Komm, nehmen wir das mal. Nehmen wir mal. Ach komm. Britisches Pulver mal. Und Phosphor. Ne, britisches Pulver. Wir können nehmen wir Stinkdrüsensekret. Ja. Bombe herstellen. Okay. Hier kann ich noch ein paar hinzufügen. Okay, der ist voll. So, gut. Haben wir uns ein bisschen mit Bomben ausgerüstet? Eine Stinkbombe, das ist super. Hoffe ich. Gib Acht, ja?
Pass auf die Tür auf und nicht auf deine Füße.